Wir haben eine zurückhaltend gute Botschaft wieder mitgebracht. Wir haben weiter 31 bestätigte Corona-Infektionen in Cottbus, haben also seit gestern in den letzten 24 Stunden keinen neuen Fall registrieren müssen. Das sind also die kumuliert labordiagnostisch bestätigten Fälle, wie es immer so schön heißt, als genesen eingestuft sind derzeit 15 Personen. Zur stationären Behandlung im CTK nach wie vor 3 Personen, davon 2 auf der Intensivstation. Und wir haben derzeit alle Angaben wie immer heute 31. März 12 Uhr, insgesamt 177 Personen in häuslicher Quarantäne. Das sind erstmal die nackten Zahlen für den Tag. Ich kann die gestrigen Aussagen noch ein wenig präzisieren, was die Testkapazitäten in der Stadt angeht. Wir hatten ja gesagt, das ist auch so, dass das CTK-Labor maximal 150 Tests pro Tag durchführen kann, analysieren kann. Es liegen mir jetzt Zahlen vom MVZ-Gemeinschaftslabor Cottbus-Rotobus vor. Dort gibt es größere Kapazitäten, die sind dort erweitert worden. Nach Angaben des Labors können dort pro Woche bis zu 4.200 Proben analysiert werden. Derzeit schwanken die täglichen Anforderungen im Labor nach eigenen Angaben zwischen 120 und 300. Das hilft uns sehr, um dort weiter voranzukommen. Dazu gesagt werden muss, dass diese Tests nach Überweisung durch einen niedergelassenen Arzt ausgeführt werden. Es hat also keinen Sinn, sich da irgendwie selber hinzubegeben oder anzustellen. Entscheidungen danach fallen nach der Abarbeitung eines Fragebogens, der 6 Fragen umfasst und den aktuellen Richtlinien des Robert-Koch-Institutes entspricht. Wir haben derzeit, um mal bei Zahlen weiterzumachen, 268 Kinder in der Notbetreuung, davon 195 im Bereich Kita, 73 im Bereich Hort. Das entspricht derzeit 3,5%. Wir sind also in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen wollen, um eben auf gar keinen Fall in die Nähe der berühmten 10%-Marke zu kommen. Wir wollen da weit drunter bleiben, um auch dort die Verbreitung des Virus einzudämmen oder möglichst zu verlangsamen. Wir werden sehen, wie sich die Zahlen entwickeln vor dem Hintergrund der neuen Ein-Elternteil-Regelung, was ja einen erweiterten Notfallbetreuungsanspruch mit sich bringt. Dort werden wir erst in den nächsten Tagen abschätzen können, inwieweit sich also die Zahlen dort gegebenenfalls nach oben bewegen. Als kleine Information noch, wir sind gerade dabei, es gibt ja diverse Berichte schon, Ankündigungen, dass das Land Brandenburg die Eindämmungsverordnung verlängern wird, bis voraussichtlich Mitte April. Wir sind derzeit dabei, die berühmten, häufigst gestellten Fragen zu überarbeiten, natürlich mit entsprechenden Antworten zu versehen und werden die voraussichtlich morgen dann auf cottbus.de einstellen, wo es also nochmal sehr umfangreich, sehr detailliert Antworten auf eben viele, viele Fragen im Zusammenhang mit der Eindämmungsverordnung gibt. Genauso ist eingestellt auf der Internetseite die aktualisierten Allgemeinverfügungen zur Untersagung des Kita-Betriebes und zur Untersagung des Betriebes von Tagespflegeeinrichtungen. Soweit zu den aktuellen Zahlen und Gegebenheiten. Ich freue mich jetzt, dass wir mit Peggy Czarnowski-Perger vom Karl-Thiem-Klinikum eine Hygienefachkraft hier begrüßen dürfen in unserer Reihe der Pressegespräche. Sie wird uns mal kurz schildern und demonstrieren, wie das mit den Schutzmasken so abläuft und wofür die sinnvoll und gut sind. Der Verwaltungsstab hat da auf jeden Fall schon mal allen gedankt, die derzeit da im Wesentlichen ehrenamtlich unterwegs sind, ob am Staatstheater, am Piccolo-Theater. Das Menschenrechtszentrum ist da sehr aktiv, die Diakonie Elbe-Elster ist da, die Lila Villa arbeitet sehr aktiv damit. Es sind heute auch die ersten und gestern die ersten übergeben worden, die an Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen weitervermittelt werden sollen. Auch da die Hoffnung und der Wunsch, dass wir damit versuchen sollten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wir sind derzeit noch nicht so weit, falls die Fragen kommen, wie die Stadt Jena, die also eine Mundschutzpflicht einführen will nach dem Vorbild Österreichs. Sowas kann man nie ganz ausschließen, ist aber derzeit noch nicht aktuell, weil gegebenenfalls auch damit ein falsches Signal gesetzt wird in Richtung Öffentlichkeit und einem gegebenenfalls etwas sorglosen Umgang dann mit den Einschränkungen, die wir uns auferlegen und die noch weiter Bestand haben. Dazu aber etwas detaillierter jetzt Frau Czarnowski-Perger. Jetzt kriegen wir es hin. Bitte schön, kommen Sie ruhig ran hier. Fragen machen wir dann mal nach.
Ja, ein herzliches Hallo erstmal von meiner Seite. Ich sollte heute etwas erzählen und ich muss mich vorab ganz, ganz doll danken für die hilfreiche Unterstützung, die wir auch im CDK erlebt haben durch das Nähen von Mund-Nasen-Schützen, die wir jetzt ab dieser Woche seit Montag verteilen an unsere Mitarbeiter. Und nun kam häufig auch diese Frage, wann setzen die Mitarbeiter diese Maske auf in der Patientenversorgung oder nicht? Da müssen wir ganz klar sagen, nein, nicht in der Patientenversorgung, sondern es ist vielmehr ein Schutz nach dem Motto, das wir uns aufgelegt haben, ich schütze dich, du schützt mich. Denn wie Sie wissen, im Krankenhaus ist es natürlich so, dass wir häufig auch engeren Kontakt haben und diese Kontaktgrenze, die man ja auflegt, diese Distanz manchmal nicht wahren können. Und deswegen ist es einfach eine Sache, dass ich von mir aus mein Gegenüber schütze vor dem, wenn ich mit ihm rede. Und Sie können sich vorstellen, wir als Hygienefachkraft reden gerade sehr viel überall, dass es einfach ein sicherer Schutz und eine einfache Sache ist, dass ich mit dieser Mundschutzmaske, die selbst genäht ist, dann letztendlich mein Gegenüber schütze. Ich würde das auch ganz kurz nochmal demonstrieren. Es sieht nicht doof aus und ich finde es eigentlich gerade ganz toll, weil in unserer Klinik sehr viel Farbe Einzug hält und jeden Kreativität sind da freie Grenzen oder keine Grenzen gesetzt. Und das ist sozusagen eine Maske, die wir unter anderem genäht bekommen haben. Und Sie sehen, ideal für jede Farbe was dabei und für jedes Gesichtsform was dabei. Und so wie ich jetzt hier rede, schütze ich Sie vor meinem Aussprache und vor meinen Tröpfchen und so auch das Gegenüber. Deswegen ist das unser Motto, was wir letztendlich verfolgen. Okay. Kann man denn nochmal so ein bisschen deklarieren, auf welchen Stationen zum Beispiel da solche Masken auf jeden Fall nicht zum Einsatz kommen, wo wirklich auch die Professionellen zum Einsatz kommen und wo das völlig in Ordnung ist? Einfach mal so grob, damit das klar ist. Also die Professionellen, wie Sie sagen, ist natürlich im OP-Bereich, in der Intensivmedizin, ist natürlich bei der hämato-onkologischen Abteilung bzw. bei der onkologischen Tagesklinik all unsere Patienten, die wir dort auch weiter versorgen, kriegen auch einen Mund-Nasen-Schutz von uns ausgehändigt. Das ist kein selbstgenähter, sondern das ist ein industriell hergestellter. Und dort ist es wirklich so, dass wir, wenn es dort in die Versorgung geht, auch mit multiresistenten Erregern, die dürfen wir ja auch nicht vergessen, da ist es wie gesagt immer noch der Mund-Nasen-Schutz. Und dieser Selbstgenähte ist wirklich in diesem persönlichen Kontakt, wenn Sie durch die Flure schreiten, wenn Sie Ihre Pausen einhalten, wenn Sie Versorgungswege durchführen müssen, Laborgänge und. Da ist es, wie gesagt, an der Stelle dann eine Möglichkeit, sich damit zu schützen, um die Ressourcen dann für die Bereiche, die es wirklich brauchen, dann einfach auch zur Verfügung haben. Weil Sie hören ja natürlich nicht nur von uns, Schutzmaßnahmen oder Schutzkleidung ist rar und wir wollen natürlich mit dem haushalten, was wir haben, dass es dann in entsprechenden Situationen auch zur Verfügung steht für die Mitarbeiter. Ist das dann für Patienten freiwillig oder sagen wir schon so, die ziehen jetzt aber auch hier was? Ja. Also es ist momentan für alle Patienten, die bei uns stationär aufgenommen werden, die werden wirklich dazu, ich sage immer noch freundlich, das ist letztendlich, und die machen es auch, dass es ihnen auch am Herzen liegt, in das, dass sie natürlich nicht kränker werden, als wie sie schon sind. Und das der kleine Beitrag, der, glaube ich, jeder leisten kann zur jetzigen Zeit. Und es tut ja auch nicht weh. Gibt es eine Empfehlung für selbstgenähte Masken? Müssen die aus Baumwolle sein, Polyester, Also eine Nähe. Eine Nähanleitung haben wir uns schon. Natürlich ist sehr wichtig uns, dass es waschbar ist bei mindestens 60 Grad und das kann meist nur Baumwolle ableisten und allem anderen, wie gesagt, das ist freie Wahl. Also bei uns ist wichtig, dass es waschbar ist auf mindestens 60 Grad. Was als Größenordnung, was ist denn der Bedarf täglich an solchen Masken? Und kann man das irgendwie erfassen? Weil gerade wenn die Patienten jetzt auch wieder eine bekommen, ist das wahrscheinlich nochmal deutlich mehr als sonst. Also mir liegen aktuell jetzt nicht die Bedarfszahlen vor. Ich weiß aber, dass es eine ordentliche Menge gerade ist, die wir da. Und wir sind natürlich dahingehend auch so, dass wir die Patienten, die immer wieder zu uns kommen, diese Maske natürlich auch nicht gleich wegschmeißen, wenn sie unser Haus öffnen, sondern dann einfach auch wiederbringen und wieder mit benutzen, was durchaus möglich ist auch. Sie müssen nur gut durchgelüftet werden und einmal durchtrocknen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, wir sind gerade vollumfassend versorgt. Wir sind noch vollumfassend für das, was wichtig ist, wirklich noch versorgt. Das ist wirklich. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Sehr schön.
Kann ich noch kurz zu dem Thema ergänzen? Wir würden uns auch freuen, wenn es noch irgendwo Lagerbestände gibt bei Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht ganz so intensiv arbeiten, aber im Normalfall auch mit Schutzmasken und Schutzausrüstung arbeiten, dass sie das zur Verfügung stellen für den allgemeinen Gesundheitsschutz. Das wäre sehr hilfreich, denn am Ende noch ist die Versorgung gesichert, aber da zählt auch jede Maske. Ja, soweit für heute. Fragen noch? Vielleicht nochmal als Ausblick, da ja nun die Verlängerung kommt bis zum 19. April, was die harten, härteren Maßnahmen angeht. Das Ordnungsamt wird in der ganzen Zeit weiter so aktiv bleiben und der Stärke ja. auch, oder? Ja, so ist es erstmal vorgesehen. Wir werden das natürlich dann immer davon abhängig machen müssen, was sich gegebenenfalls entwickelt. Also zeigt sich ein höherer Kontrollbedarf, da muss man gegebenenfalls nachsteuern. Aber Stand jetzt ist es so, dass wir in der Mann- und Frau-Stärke weiterarbeiten können. Wie sieht es mit Reisebeschränkungen nach Cottbus aus? Ich meine, Cottbus ist erst in 31 Preis dann wirklich relativ zufrieden. Also es gab in der Prignitz oder so tatsächlich diese Abwinkelung zu sagen, okay, touristische Aktion nach oder raus geht nicht mehr oder sollte nicht passieren. In Cottbus gerichtet, keine Ahnung. Nein, gibt es nicht. Wir setzen da jeweils auf landeseinheitliche Regelungen. Das sollte dann in allen Landkreisen, kreisfreien Städten das Gleiche gelten. Das wird möglicherweise die neue Eindämmungsverordnung auch entsprechend regeln. Man muss oder kann ja dazu sagen, dass touristische Reisen ja ohnehin mehr oder weniger unterbunden sind, weil ja niemand Quartier findet in Pensionen oder Hotels. Die sind ja dafür im Moment nicht geöffnet. Insofern ist da schon etwas weniger los. Andererseits wollen wir, wie gesagt, den Leuten auch nicht verbieten, rauszugehen, die frische Luft zu genießen, an die Sonne zu gehen. Das hilft ja auch. Also insofern ist das immer eine Abwägung, aber es gibt im Moment keine Überlegung, die Stadt irgendwie abzuschotten. Ja, vielen Dank. Bis morgen.